Bernd Balsch, Sie sind einer unserer dienstältesten Nationalspieler, auch mit vielen internationalen Erfahrungen. Haben Sie ungefähr eine Vorstellung von den Gruppengegnern, die uns in Kanada erwarten? Ja, sicherlich haben wir ungefähr Vorstellungen, denn wir haben ja die Amateur-Nationalmannschaft Brasiliens schon 1972 in der BRD zum Olympiaturnier gesehen und haben dort gesehen, dass diese Mannschaft auch sehr stark ist. Über die spanische Olympia-Auswahl wurde zu verlieren, es wäre übertrieben, denn sie haben immerhin mit der bulgarischen Nationalmannschaft eine renommierte Mannschaft aus diesem Turnier geworfen. Und was die afrikanischen Mannschaften zu spielen in der Lage sind, haben wir auch schon oft im eigenen Leib verspürt. Also ich glaube, es wird für uns sehr, sehr schwer, aber durchaus zu lösen. Dixie Dörner, haben Sie schon mal gegen afrikanische Mannschaften gespielt? Ja, ich habe schon zweimal gegen afrikanische Mannschaften gespielt. Welche Gegner waren das? Das war Tunesien und Algerien. Aber von Sambia haben Sie sicherlich überhaupt gar keine Vorstellung. Was würden Sie sagen, diese Mannschaft einschätzen zu wollen? Von Sambia habe ich keine Vorstellung, aber ich würde sagen, es wird sicherlich eine technisch gute Mannschaft sein, die auch spielerisch sehr stark sein wird.